Ja, im Soli Center ist es sehr vielfältig, sehr emotional, ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Erkrankungen. Wir haben lange überlegt, wo wollen wir hin? Wir wollen natürlich mitten in die Gesellschaft. Wir wollen dahin, wo Menschen sich treffen, wo das Thema auch vielleicht so ein bisschen schwierig sein könnte. Der Veranstaltungsort ist gut gewählt, um unser Anliegen, Cancer Survivors, wir unterstützen euch, an die Öffentlichkeit zu bringen. Wer kann das besser als Menschen, die betroffen sind oder waren? Der Cancer Survivors, der zeigt einfach, dass Krebs ins Leben gehört. Wir möchten eigentlich mit diesem Tag öffentlich vermitteln, dass man Angebote einholen kann, wo es Hilfe gibt, wo man sich unterstützen lassen kann. Und dass gerade auch Menschen ihr Schicksal erzählen, dass anderen vielleicht eine Hilfestellung gibt. Mut machen und sagen, pass auf, der Tag ist es wert, wertvoll gelebt zu werden. Cancer Survivor ist derjenige, der sein Leben weiterlebt. Der mit der Diagnose konfrontiert wird und durch die ganzen Phasen hindurchgehen muss. Egal wie lang die Periode nach der Diagnosestellung war. Dem Thema des Stirnbieten. Dass der sagt, ich gehe dagegen an und versuche wirklich, das zu bewältigen. Kraft geschöpft hat, aber auch vielleicht einiges verändert hat. Viele sind dann einfach überfordert, mit anderen Menschen darüber zu reden, weil viele Menschen plötzlich mit ihrer eigenen Endlichkeit konfrontiert werden, wenn sie das Thema Krebs hören, und davor haben sie Angst. Und da ist es wichtig, dass wir das immer wieder aus der Perspektive der Betroffenen sehen. Krebs ist eine Erkrankung, die ins Leben eingreift, aber die nicht unbedingt das Leben nimmt. Fast die Hälfte der Krebserkrankungen sind heute heilbar geworden. Und Krebs ist schon lange eine chronische Erkrankung für viele. Und da ist es ganz, ganz wichtig, den Betroffenen, den Menschen zu sagen, ihr seid nicht allein. Das ist ein Thema in der Mitte der Gesellschaft. Wie begegne ich Freunden, Angehörigen, Kollegen, in meiner Familie Betroffenen, die Krebs haben? Ganz wichtiges Thema ist Krebs am Arbeitsplatz. Auch da werden die Betroffenen häufig doch nicht so angenommen oder so behandelt, wie wir uns das vorstellen. Es ist unnötig, dass wir das so tabuisieren. Ich glaube schon, dass es hilfreich ist, einfach, wenn man das Thema transparent macht, offen diskutiert. Das ist ein berührungsangstfreies Umgehen mit der Diagnose Krebs und mit den Betroffenen gibt. Die Menschen haben immer weniger Zeit, ihre Fragen zu klären. Und wenn man dem Raum nicht schenkt, wie sollen Erkrankte denn für sich einen Umgang finden? Man muss über die Vorsorge, Früherkennung reden, weil Krebs ist heilbar. Das sieht man an uns, an Prostatakrebs. Der ist nicht erkennbar, nicht spürbar erstmal. Egal welche Tumorerkrankung, egal ob Angehöriger oder Betroffener, man findet zusammen und redet darüber. Jeder Mensch weiß, dass er achtsam zu sich selber sein muss. Ich habe von Anfang an, von Beginn an meiner Erkrankung, Quellen gesucht, die kompetent sind, habe die aussortiert, die nicht kompetent sind, habe für mich das Wissen aufbereitet, und das führte dazu, dass ich dann auch in gewisser Weise auf Augenhöhe mit meinen Ärzten diskutieren konnte. Wir Ärzte und auch die Pflege möchte gerne mehr Zuwendung zum Patienten, zu den Ratsuchenden bringen, damit auch die Krebserkrankung erklärt wird. Und was uns auch natürlich auch noch fehlt in diesem Zusammenhang, sind die Langzeitüberlebenden, wie wir damit umgehen. Mit 33 Jahren bin ich an einer Leukämie erkrankt, das ist jetzt 10 Jahre her, und das beschäftigt mich immer noch. Also ich leide unter einer massiven Fatigue nach Krebs. Und setze mich dafür ein, in dem Verein Leben nach Krebs, dass die Menschen darüber aufgeklärt werden, und wir helfen ihnen dabei, wieder zurück ins Arbeitsleben und in den Alltag zu finden. Mein Anliegen ist, dass auch der Kinderwunsch von Krebspatienten berücksichtigt wird. Ich war heute hier zum Thema Kinderwunsch nach Chemotherapie, mit dem Ziel, dass wir junge Frauen mehr informieren, dass es eine Möglichkeit gibt, nach einer Chemotherapie noch ein Kind zu bekommen. Und ich hatte Gelegenheit, meine Herzensangelegenheit auch nochmal an die Politik zu richten, nämlich dass diese fantastischen Entwicklungen in der Medizin auch Auswirkungen haben müssen auf eine Weiterentwicklung der Sozialgesetzgebung.
Ich denke, für mich ist heute wichtig, dass ich den Darmkrebspräventionspreis verleihen darf. Ein Preis, der von der Deutschen Krebsgesellschaft, der Krebsstiftung und der Stiftung Lebensblicke ausgelobt wird und der heute einem Wissenschaftler zugutekommt, der ganz entscheidend auf dem Wege der Prävention des Darmkrebses gearbeitet hat. Dafür zu stehen als Rehabilitationsvertreterin, dass Rehabilitation genau auch Raum und Zeit schenkt, dass noch viel, viel mehr Krebserkrankte dieses Recht sich nehmen, Rehabilitation als Leistung für sich in Anspruch zu nehmen. Ich war heute auf der Bühne mit der Frau eines ehemaligen Arbeitskollegen, der Krebs hatte. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir und wie die Firma und die Kollegen damit umgegangen sind. Wie man auch in der menschlichen Art und Weise das ins Arbeitsleben integriert und als Arbeitgeber die richtige Einstellung dazu findet, um den Kollegen nicht fallen zu lassen und ihm die Chance zu geben, sein Arbeitsleben damit weiterzuführen. Für uns enorm wichtig, immer wieder zu sehen, dass es Menschen gibt, die lange mit Krebs leben, die gut damit leben und die wieder voll im Leben stehen. Ich erlebe und verspüre auch für mich selber eine Faszination, wie doch Krebserkrankte ihren Kampf mit dieser Krankheit bestritten haben, welche Lebenshaltung sie durch das Leben trägt, trotz oder mit der Krankheit. Es ist einfach faszinierend, diese Menschen zu erleben zu dürfen.